Ich lebe. Aber wie? Gefangen in meiner Wohnung, einsam, isoliert und irritiert. Sind es noch Tage, Wochen, Jahre? Ich renne, um dem Schmerz zu entfliehen, lenke mich ab, um mir zu entgehen, pumpe, atme, schaue. Doch dieses Gefühl bleibt, allein zu sein mit mir. Es ist dunkel da draußen, es ist dunkel in mir. Die Sorgen, die Zweifel, sie machen mich wirr. Kein Lächeln, keine Nähe. Wie soll das gehen? Gott, du sagst, du bist bei mir, bist uns nah, bist da, aber wo, wie? Was hilft mein müdes Gebet, gespickt mit Zweifeln und Zagen? Und trotzdem, Jesus Christus, du bist Gottes Sohn. Auch wenn ich dich nicht sehe, du hörst mich, du siehst mich. Ich bin nicht allein. Herzlich willkommen zum Gottesdienst der Freien Evangelischen Gemeinde Ludwigsburg. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Clemens Kissner, ich bin Pastor der FEG Ludwigsburg. Wir sind nicht allein, aber es fühlt sich tatsächlich oft genauso an und es braucht immer wieder einen Schub, um herauszukommen aus diesen Gefühlslagen oder auch Gedanken, in denen wir manchmal drin stecken. Schön, dass du eingeschaltet hast und schön, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern können, weil Gott ist dabei. Gott lässt sich auf unterschiedliche Formen ein. Und doch hat er immer auch den vollen Segen dabei. Glaubst du das? Bist du bereit, dass Gott dir heute Morgen in diesem Gottesdienst begegnen kann? Ich möchte euch ermutigen, euer Herz aufzumachen und euch einzulassen auf die Begegnung mit unserem lebendigen Gott. Ich begrüße alle Gäste, alle, die vielleicht noch nie so richtig in einem offiziellen Gottesdienst der FEG dabei waren. Uns gibt es wirklich tatsächlich im realen Leben mit echten Gottesdiensten. Und wir sehen uns danach, dass endlich wieder die Möglichkeit ist, dass wir frei und offen miteinander feiern können, uns begegnen können, dass wir ja Gottesdienste feiern können, die vom Leben strotzen, wo Kinder durch die Gegend wuseln, wo wir hinterher Kaffee trinken, wo man jemandem die Hand geben kann oder in den Arm nehmen kann, ohne vorher lange überlegen zu müssen, ob das geht oder nicht. Es gibt eine gute Nachricht. Es ist bald soweit und wir können bald wieder ganz normale Gottesdienste feiern. Spätestens im Frühjahr oder im Sommer werden wir wieder an dieser Stelle Gottesdienst feiern können. Ja, bis dahin suchen wir neben den Online-Möglichkeiten auch eine Möglichkeit, wo wir uns im großen Rahmen sehen können. Und wir überlegen gerade über März und vor allem auch über Ostern, was wir da gestalten können, wo wir uns wieder sehen können. Mal sehen, ob es die Situation auch zulassen wird. Ja, schön, dass du heute dabei bist. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, du lädst uns ein, in deine Gegenwart zu kommen. Ich danke dir, dass du diesen Gottesdienst für uns vorbereitet hast, dass dein Herz für uns schlägt und dass du uns mit hineinnehmen möchtest in deine Gedanken, in das, was du über uns denkst. Herr, wir sind gespannt auf deine Identität, um mehr über dich zu erfahren und über unsere eigene Identität zu erfahren, wie du uns siehst als deine geliebten Kinder. So segne du diesen Gottesdienst, die Gemeinschaft und sprich in unser Leben hinein. Amen. Ja, wer bist du? Was macht deine Identität aus? Vielleicht hast du dich gefragt, warum ich diesen merkwürdigen Hut die ganze Zeit aufhabe. Ja, darum soll es heute gehen, im Gottesdienst, in der Predigt nachher. Es wird um Hüte gehen, welche Hüte wir uns aufziehen. Und ich bin gespannt, was Marlene Arndt uns da sagen wird und wie sie uns hineinnehmen wird in dieses Thema. Im Anschluss an den Gottesdienst werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Da dürft ihr euch gerne nachher per Zoom einklinken. Jeder kann für sich Wasser, einen Saft oder ein Schlückchen Wein bereitstellen und Brot. Ja, herzliche Einladung dazu. Gott lädt uns ein an diesen tiefsten Ort der Gemeinschaft mit ihm. Und ich glaube, die Form ist dabei zweitrangig. Es spricht eine Einladung aus. Und ich bin sicher, dass Gott uns segnen möchte, wenn wir nachher dieses Abendmahl gemeinsam feiern. Vielleicht in einer anderen Art, aber seid mutig, euch damit hineinzuklinken. Jetzt hören wir ein Lied. Wenn ihr mögt, dürft ihr lautkräftig mitsingen. Aber ihr könnt euch auch einfach zurücklehnen und das Lied genießen. Vielen Dank, Melanie und Team, dass ihr uns dieses Lied vorbereitet habt.
Mein Name ist Marlene und ich trage heute einen Hut. Das ist nicht so, weil ich der Meinung bin, dass Hüte mir besonders gut stehen oder dass ich ein Hutgesicht habe, sondern ich trage diesen Hut, weil ich glaube, dass jeder von uns mit einem unsichtbaren Hut durchs Leben geht. In meinem Fall ist das gerade vor allem der Studentinnenhut. Ich studiere Grundschullehramt und das ist gerade so meine Hauptlebensaufgabe, wenn man so sagen will. Die Chancen stehen aber sehr gut, dass du gerade diesen Hut hier trägst. Das hier ist der Homeoffice Homeschooling Balancierer Hut. Nicht zu verwechseln mit der Mitarbeiter des Monats Kappe oder mit dem Hauskreisleiter Mützenhut, der besten Freundinnenkappe, Mütze, Wollmütze oder, ganz wichtig, der perfekte Ehemann, der den Valentinstag nicht vergessen hat, Hut. Auch für die meisten von uns oder für viele von uns sehr wichtig, beste Mama und bester Papa der Welt. Auch noch sehr besonders und sehr ausgefallen, der Vorzeige-Christinnen- und Christenhut. Und das hier ist zum Beispiel gar kein Hut, sondern das ist ein sogenannter Festinator. Und mit diesem Ding darf man seit einigen Jahren nicht mehr in die Königsloge beim Pferderennen in England. So kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen, wo alle so riesen Dinger tragen, die Frauen und da Pferderennen sind und so. Und ich finde es so spannend, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, meine Hüte entscheiden, wo ich rein darf und wo ich nicht rein darf. Die meisten von euch kennen vermutlich auch die Redewendung Hut ab. Und tatsächlich war es vor ein paar hundert Jahren noch so, dass wenn ich jemandem, oder auch vor ein paar Jahrzehnten noch, dass wenn ich jemandem begegnet bin, der im Rang höher stand als ich, dass es meine Pflicht war, den Hut vor dieser Person zu ziehen. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Wir haben hier oder hier eine Chatspalte. Und wenn du magst, schreib doch einfach, welche Hüte du gerade trägst. Ob das Hüte sind, die du gerne trägst, ob du stolz darauf bist oder ob das vielleicht auch den ein oder anderen Hut gibt, den du am liebsten gerne im Schrank verstecken würdest. Die meisten Hüte müssen wir irgendwie festhalten, damit sie uns nicht weggenommen werden. Wie gesagt, ich studiere und ich hatte neulich Prüfungsphase und es gibt bestimmte Prüfungen, die ich bis zu einem gewissen Semester bestanden haben muss, sonst werde ich exmatrikuliert. Oder wenn ich schlechtere Zahlen habe als Otto im Büro neben mir, dann werde ich nächsten Monat nicht mehr Mitarbeiter des Monats sein. Dann gibt es auch noch, und jeder, der ein bisschen länger ist auf dieser Erde, der weiß, dass es hier manchmal windig wird und stürmisch und ab und zu fliegt dieser Hut weg. Und ohne Hut fühle ich mich dann irgendwie nackig. Dann gibt es noch die Hüte, die wir uns selber aufsetzen, wenn wir unseren eigenen Erwartungen oder den Vorstellungen, wie ich zu sein habe, nicht entspreche. Wir haben vorhin den Clip gesehen. Da gibt es unter anderem den... Wow. Forever Alone Hut. Oder, auch sehr beliebt, besonders seit es Social Media gibt, ich sehe nicht aus wie Claudia Schiffer. Und ich will euch heute mitnehmen in eine Geschichte im Neuen Testament, in der es nur auf den ersten Blick nicht um Hüte geht, aber eben doch nur auf den ersten Blick. Ich lese aus Lukas 10 die Verse 38 bis 42 aus der Elberfelder Übersetzung. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam. Er, das ist Jesus. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich alleine gelassen hat, zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird.
An anderen Stellen lesen wir, dass die beiden im Haus ihres Bruders Lazarus lebten. Das heißt, sie waren nicht verheiratet, sonst hätten sie ja bei ihren Ehemännern gelebt. Das heißt, sie haben in den Augen der damaligen Gesellschaft, haben beide Schwestern damit quasi ihr Lebensziel verfehlt, nämlich zu heiraten und Kinder zu bekommen. In dieser Gesellschaft gab es aber noch andere Werte, die sehr hoch gehalten wurden, und einer davon ist Gastfreundschaft. Und Martha ist diejenige, die Jesus einlädt, aber als er dann da ist, ist sie so beschäftigt mit ihrer Küche und der Bewirtung der Gäste, dass sie Jesus nur anspricht, um darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Schwester nicht arbeitet. Ich kenne Martha leider nicht persönlich, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht spurlos an ihr vorbeigegangen ist, wenn die Marktfrauen getuschelt haben, wenn sie samstags ihre Zucchini gekauft hat. Oder dass es sie nicht traurig gemacht hat, wenn die Frauen am Brunnen beim Wasserholen erzählt haben, was ihre Kinder gerade wieder für Faxen machen. Und vielleicht hat sie sich auch gedacht, hey, ich bin zwar nicht so, wie ich sein sollte, aber keiner soll mir sagen können, meine Gäste werden nicht satt oder meine Küche ist nicht sauber. Und ich glaube oder ich bin der Meinung, dass Gastfreundschaft was unglaublich Schönes ist und es Menschen gibt, die da eine krasse Gabe haben. Nadine und Tobi zum Beispiel, hier aus der Gemeinde. Immer wenn ich bei euch bin, fühle ich mich so willkommen und so gewertschätzt. Und ich glaube, dass wir durch unsere Gastfreundschaft viel Liebe und Hoffnung in eine Welt bringen können, die nicht immer so willkommen heißend ist. Aber was ich hier so spannend finde, ist der Satz, Maria aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Und es ist schon so lange her und trotzdem habe ich das Gefühl, gerade bei uns im 21. Jahrhundert ist Geschäftigkeit etwas, was sehr erstrebenswert gilt. Wenn ich beschäftigt bin, heißt es nämlich, ich werde gebraucht. Ohne mich läuft es hier nicht, ich bin relevant. Aber was ist, wenn alles auf einmal wegfällt? Wenn ein kleiner Virus die ganze Welt auf den Kopf stellt und der Terminkalender auf einmal nicht mehr so voll ist. Im griechischen Urtext steht für dieses Wort beschäftigt sein auch sowas wie hin und her gezogen. Das kann man auch mit hin und her gezogen sein übersetzen. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass alle irgendwie was von dir wollen. Hier schreibt der Kollege noch eine E-Mail, um dich an die Deadline zu erinnern. Und da ist eine volle Windel. Und hier ist noch die Klausur, die du unbedingt bestehen musst. Und vielleicht bin ich die Einzige. Aber gerade wenn ich mich so fühle, denke ich mir oft, wenn ich mein Gebetstagebuch oder meine Bibel aufschlage, na toll, jetzt will Gott auch noch was von mir. Und weil mir oft gar nicht bewusst ist, welche Hüte ich da aufhab, nehme ich die einfach mit in meine Zeit mit Gott. Ich weiß noch, als die Online-Uni gestartet hat, habe ich eine Predigtreihe gehört. Und ich war so gewöhnt, vor einem Bildschirm zu sitzen und Dinge zu hören, die am Ende prüfungsrelevant sind, dass ich alles fanatisch mitgeschrieben habe und gedacht habe, oh, muss ich das wissen, muss ich mir das merken, bis ich mir erstmal wieder bewusst machen musste, dass es am Ende hier keine Prüfung gibt. Und vielleicht sind deine Kids gerade in einem Alter, wo sie auf dich angewiesen sind. Und wenn du dir dann eine paar Minuten freischaufeln kannst, um Zeit mit Gott zu verbringen, dass du dann an die Dinge denkst, die belastend sind, die schwierig sind und du hast plötzlich den Eindruck, wenn ich jetzt nicht richtig mit Nachdruck dafür bete, bin ich schuld, wenn die Situation sich nicht ändert. Ich persönlich merke, ich bin es so gewöhnt, meine Hüte irgendwie festzuhalten, dass ich immer wieder aufs Neue beweisen muss, dass ich diesen oder jenen Hut wirklich verdiene, dass ich ihm würdig bin, dass ich das Gefühl habe, ich muss auch Gott, wow, dass ich auch Gott immer wieder neu beweisen muss, dass ich den Titel Christin, am besten noch gute Christin, wirklich verdient habe. Und das ist einfach absolut großer Quatsch. Weil ganz ehrlich, wem will ich hier was beweisen? Gott? Will ich Gott beweisen, dass ich gut genug bin? Dass es sich für Jesus gelohnt hat, als er damals für mich am Kreuz gestorben ist? Und dass sich sein Investment ausgezahlt hat? Na dann viel Spaß. Das ist doch krass, wie schnell ich vergessen kann, was der eigentliche Kern ist. Die absolute Grundlage unseres Glaubens, nämlich dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz dafür gesorgt hat, dass ich Gott nichts mehr schulde. Und ist es nicht irgendwie verrückt, dass ich glaube, ich kann Gott irgendwas beweisen oder vormachen?
Er ist nicht ans Kreuz gegangen, damit er mich endlich lieben kann, sondern weil er mich schon immer geliebt hat. Und es steht genauso in der Bibel. Das steht in Römer 5, Vers 5. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und in 1. Johannes 4, Vers 19 steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und es gibt nichts, was ich tun kann, dass er mich mehr oder weniger liebt. Und allein das lässt mich ruhiger atmen. Dieses Wissen, dass das Beziehungsangebot immer von Gott ausgeht und nie von mir. Ich kann nur darauf reagieren. Und trotzdem merke ich, wie oft ich meine Zeit mit Gott verbringe, weil man das eben als guter Christ so tut. Als hätte ich einen Arbeitsvertrag unterschrieben und als hätte ich Angst, dass mir fristlos gekündigt wird, wenn ich meinen Teil der Vereinbarung nicht einhalte. Oder anders, ich habe das Gefühl, ich muss beweisen, dass ich wirklich eins von den ganz heiligen Jesus Girls bin. Aber so läuft es nicht. Es gibt keine guten und keine schlechten Christen. Es gibt nur Christen. Und wenn es einen Ort gibt, an dem ich nichts mehr beweisen muss, dann ist es Gottes Gegenwart. Ich weiß nicht, wie lange es für dich her ist, dass du auf einem Schulhof unterwegs warst. Ich habe vor ein paar Jahren in einer offenen Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet, in Berlin. Und da war es nicht ungewöhnlich, dass ich ein lautes "Du Knecht" gehört habe. Und ich merke immer wieder, obwohl mir von allen Seiten gesagt wird, dass ich Gottes Kind bin, dass ich mich Gott gegenüber manchmal immer noch wie ein Knecht verhalte. Dabei steht es ganz klar in der Bibel in Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Knecht der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Und im Griechischen steht für das Wort Knecht Duleia oder so. Und das beschreibt den Zustand eines Menschen, der daran gehindert wird, sein Leben frei zu genießen. Und der nicht darüber verfügen kann. Und es steht als direkter Gegensatz zur Freiheit. Und dieser Vers, der lädt mich immer wieder dazu ein, mich zu Jesus zu setzen, alle meine Hüte abzulegen und stattdessen etwas unglaublich Wertvolles entgegenzunehmen, was mir keiner mehr nehmen kann. Und das ist meine Krone. Das ist die Krone, die ich als Kind des Königs des Universums tragen darf. Und diese Krone, diesen König darf ich Abba nennen. Und Abba ist nicht nur eine schwedische Band, sondern auch aramäisch für ein liebevolles Papa. Und dieses Abba ist eigentlich überhaupt kein Wort, sondern es ist einfach nur die Folge der ersten Laute, die Kinder in der Regel sprechen, auf dieser Sprache, Abba. Und das Verrückte ist, dass ich als Kind dieses Abba nicht nur geliebt bin, sondern ich werde auch gemocht. Gott liebt mich nicht nur, er mag mich auch. Ich glaube, gerade in Bezug auf Nächstenliebe hören wir ganz oft Sätze wie ich muss nicht jeden sympathisch finden. Wow, meine Krone verrutscht. Kann auch immer wieder passieren, aber deswegen leben wir in Beziehung mit Gott, dann kann er uns nämlich immer wieder helfen, die Krone zu richten. Gerade in Bezug auf die Nächstenliebe hören wir oft so Sätze wie, ja, du musst die Person gar nicht mögen, um ihr in Liebe zu begegnen. Und das ist voll wahr. Aber ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich glaube, dass es auch für Gott gilt. Dass ich glaube, dass er mich halt lieben muss, weil er ist ja Gott. Oder dass die Zeit mit Jesus, die ich habe, für ihn nur ein Punkt auf der Liste ist, der halt in der Jobbeschreibung für Sohn Gottes dabei war und auf dieser Liste steht. Aber gleich zu Beginn der Bibel lesen wir, wie sehr Gott es genossen hat, Zeit mit den Menschen zu verbringen. Da steht, Gott spaziert in der Abendkühle durch den Garten auf der Suche nach seinen Menschen. Und ich gehe nicht spazieren mit jemandem, mit dem ich ein Mitarbeiterentwicklungsgespräch habe, um die Leistung der letzten Monate zu reflektieren. Ich gehe spazieren mit jemandem, mit dem ich bewusst Zeit verbringen und genießen will, mit dem ich über Schönheit der Welt in der Welt staunen will, vielleicht mit einem Kaffee in der Hand, mit jemandem, den ich trösten will, mit dem ich weinen und trauern und klagen will und verarbeiten über Dinge, die gerade echt schlimm sind.
Ich gehe spazieren mit jemandem, mit dem ich in einer Liebesbeziehung, in einer Freundschaft lebe. Gott hat den Menschen nicht in ein Bürogebäude gesetzt, sondern in einen Garten. Gab es da schon eine Aufgabe für den Menschen? Ja, aber eine Aufgabe, die den Menschen aufblühen lässt und ihn nicht definiert. Da steht ganz klar, der Mensch soll bebauen, bepflanzen, erschaffen, benennen, bewahren. Arbeit an sich, Produktivität an sich ist was Gutes. Wir sind dazu geschaffen, in Teamarbeit mit Gott coole Sachen zu reißen. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich im Haus meines eigenen Vaters als Knecht lebe oder als Kind. Um zurück zu Maria und Martha zu kommen. Ich glaube nicht, dass Marthas Absichten böse waren. Vielleicht war das ihre Art, Jesus zu zeigen, wie wichtig er ihr war. Aber ich glaube, wenn man die beiden Schwestern am Abend gefragt hätte, wie ihr Tag war, hätte man sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Martha hätte vielleicht etwas so gesagt wie, es war so stressig. Jesus kommt natürlich ausgerechnet dann in die Stadt, wenn bei Aldi das Maggi-Fix ausverkauft ist, das ich sonst für meinen berühmten Auflauf benutze. Aber Maria, ich kann mir vorstellen, dass Maria sowas gesagt hat wie, heute war der schönste Tag in meinem Leben. Was dieser Jesus über mich und über mein Leben ausgesprochen hat, wie er mich ernst genommen hat und wie er meinen Blick gesucht hat. In Psalm 32, in Vers 8 steht, ich will dich mit meinen Augen leiten, das sagt Gott zu uns. Aber dafür brauche ich Blickkontakt, damit mich jemand mit seinen Augen leiten kann. Und wenn ich diesen Blickkontakt zu Jesus verliere, dann passiert es schnell, dass ich hin und her gehetzt durch die Gegend renne mit dieser tiefen Angst in der Brust, dass ich nicht genüge. Ich glaube auch nicht, dass Maria völlig ohne Gewissensbisse bei Jesus saß. Vielleicht hat sie immer wieder den Drang gehabt, aufzustehen und ihrer Schwester zu helfen. Aber nicht, weil sie es wollte oder weil es ihr Bedürfnis war, das zu tun, sondern weil sie das Gefühl hatte, das ist das, was alle von ihr erwarten, einschließlich Jesus. Und genau so glaube ich, dass wir immer noch diese Stimmen in uns haben, die uns antreiben wollen, zurück in unsere alte Dienerrolle zu verfallen. Die sagen, das ist jetzt schon sehr dreist, dass du dich hier entspannt zurücklehnst und mit Jesus chillst. Und deshalb müssen wir, glaube ich, immer wieder lernen, sitzen zu bleiben, weil Gnade was mit Beharrlichkeit zu tun hat und nicht immer mit Gefühlen. Der Duden definiert Beharrlichkeit oder nennt in Bezug auf Beharrlichkeit das Synonym Ausdauer. Das heißt, manchmal dauert es ein bisschen, bis ich ankommen kann in dieser Gnade, bis ich mich da eingerichtet habe, bis ich da sesshaft geworden bin. Aber glaub mir, es lohnt sich so, sitzen zu bleiben und dem Drang zu widerstehen, aufzuspringen, um mir das, was Jesus mir schenken will, womit er mich krönen will, irgendwie zu verdienen. Und je länger ich mich diesem liebenden Blick aussetze und je mehr ich mich daran verliere, desto lauter wird das Kind in mir und desto leiser wird die Stimme, die mir sagen will, dass ich immer noch Knecht bin. Wie Clemens gesagt hat, feiern wir heute Abend mal nachher. Und wenn wir das Brot essen und den Wein trinken, dann erinnern wir uns an das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dass er seinen Leib hingegeben hat und sein Blut vergossen hat für uns. Und auf Englisch übersetzt redet man da von Holy Communion oder Communion. Und genau das ist der Titel eines Liedes von Maverick City Music, in dem es heißt, bring mich zurück in den Garten. Bring mich zurück zu dem Moment, als ich deine Stimme gehört habe. Bring mich zurück in die Gemeinschaft mit dir. Bring mich zurück zu dem Moment, als ich dein Angesicht gesehen habe. Und später heißt es dann, du bist näher, näher als meine eigene Haut. Du bist in der Luft, die ich einatme. Und hier werden die toten Dinge wieder lebendig. Ich fühle mein Herz wieder schlagen. Es fühlt sich so gut an zu wissen, dass du mein Freund bist. Und genau das feiern wir beim Abendmahl, dass ich durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, wieder in diese Beziehung zu Gott treten kann, wie sie von Anfang an gedacht war. Ich darf zurück in den Garten. Und jetzt denkst du vielleicht, das hört sich alles super schön an, Marlene, aber wo bitteschön fange ich an? Wenn ich jahrelang mich als Knecht gefühlt habe, dann ist es gar nicht so leicht, einfach von heute auf morgen auf Kind umzuswitchen.
Das kann ich total verstehen. Aber wenn ich Gott als Freund sehen will, dann muss ich auch so mit ihm reden. Wenn ich mit meiner besten Freundin telefoniere, dann sitze ich auf meinem Bett, sehr komisch verrenkt und verteilt, habe meistens noch ein Glas Wein neben mir und ich rede einfach drauf los. Ohne darauf zu achten, was das jetzt für einen Eindruck bei meiner besten Freundin hinterlässt, weil ich weiß, sie liebt mich und sie nimmt mich an, wie ich bin und sie kennt mich auch. Ich kann ihr überhaupt nichts vormachen. Und deshalb erzähl Gott einfach von deinem Tag. Und ja, erzähl ihm, was dich gefreut hat, was dich verletzt hat, was dich genervt hat. Vielleicht machst du das auch morgens, dann kannst du sagen, oh Jesus, das steht heute an. Ich brauche Kraft, ich brauche Energie und einfach sagen, hey, hier sind meine leeren Hände. Füll sie bitte. Und ich glaube, wir denken immer, wir müssen diese krass heiligen Gebete beten, die sich anhören, als wären sie aus irgendeinem Gedichtband. Und ja, es gibt Tage, da ist es dran, mit großem Glauben und großem Feuer für große Dinge zu beten, für Erweckung, für Geschwister in Not. Aber an manchen Tagen kann ich auch einfach sagen, hey Jesus, diese Abgabe für mein Seminar heute, die stresst mich und ich habe absolut keine Lust. Und das, was Renate gestern in der WhatsApp-Gruppe gepostet hat, das hat mich so geärgert, ich musste mich sehr zusammenreißen, nicht irgendwelche Schimpfwörter zu denken oder zu schreiben. Und Jesus ist den Leuten auch in der Synagoge begegnet, so wie er uns heute auch in Gottesdiensträumen, in Kirchen begegnet. Aber hier haben wir eins von vielen Situationen, wo er derjenige ist, der zu den Leuten kommt, in ihren Alltag. Ich habe jetzt ganz viel geredet, und deshalb habe ich hier noch ein paar Fragen, die du dir gerne notieren kannst und für dich ja, durchdenken und reflektieren kannst. Die erste Frage ist, welche Hüte bringst du mit? Wer hat dir diese Hüte aufgesetzt? Trägst du die gerne? Und dann, wenn du vor Gott kommst, Hut ab, Krone auf. Dann die zweite Frage. Kommst du als Knecht oder kommst du als Kind? Und was hält dich davon ab, Gott als Vater statt als Arbeitgeber zu sehen? Wie sieht dein Garten aus? Kannst du diesen Garten, diese Zeit mit Gott wirklich genießen? Und was ist es, was du selber sehr gerne genießt? Vielleicht bist du jemand, der gerne Sport macht. Dann kannst du mit Gott joggen gehen. Oder du bist jemand, der gerne malt. Und dann kannst du Bible Journaling machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich mit Gott in Kontakt treten kann. Und ich merke, mir persönlich hilft es auch, andere Leute damit reinzunehmen und mit ihnen drüber zu sprechen. Hey, so geht's mir gerade. Und das Coole ist, ich merke immer wieder, meine Hüte, die kann ich verlieren. Aber meine Krone, die sitzt fest. Ich kann hüpfen und springen, die wird nicht abfallen. Und wenn ich sie dann doch mal verliere oder sie mir selber abgesetzt habe, was leider auch mehr häufiger vorkommt, als ich es mir wünschen würde, dann weiß ich, ich kann zu meinem Abba gehen, zu meinem Papa und dann sucht er die mit mir. Und das wünsche ich uns, dass wir immer wieder neu checken, habe ich wirklich meine Krone gerade auf oder habe ich die irgendwo verloren? Wann hatte ich die das letzte Mal auf? Wie kann ich sie wiederfinden? Und dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir Kinder sind und keine Knechte. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, seid gesegnet und ich freue mich, wenn ich euch ganz bald wieder in echt sehen darf. Vielen Dank, Gabi und Sven. Danke auch dir, Marlene, für die Predigt. Ich habe meinen Hut jetzt abgesetzt, aber in Gedanken überlege ich, wo ich vielleicht unsichtbare Hüte manchmal aufhabe. Ja, egal, was für Hüte jeder Einzelne von uns trägt, an einem Ort sind wir alle gleich und alle eins. Und das ist am Tisch unseres Herrn. Ja, Gott lädt uns ein. Gott lädt uns in seine Gemeinschaft ein. Und gerade in dieser Zeit, wo man sich so weit weg manchmal fühlt und so distanziert, so ja, ungewollt entfremdet von anderen, da gibt es keinen Ort der tieferen Gemeinschaft wie in der Gegenwart Gottes. Und Gott lädt jeden von uns ein, ihm und einander dort zu begegnen. Egal ob arm oder reich, ob fröhlich oder traurig, ob mutig oder schwach, ob alt oder Kind. Wir sind alle eingeladen in die Gegenwart Gottes, um Gott zu begegnen. Und er hat das alles vorbereitet und lädt uns zu seinem Tisch ein.
Ich mache euch Mut, nachher im Anschluss an den Gottesdienst in dieses Zoom-Treffen hineinzukommen. Wir machen nicht lange herum, sondern kommen direkt zum Abendmahl. Nehmt einfach ein Stück Brot mit, einen Schluck Wasser, Saft oder einen Schluck Wein. Wir werden gemeinsam miteinander feiern. Ihr dürft auch den Bildschirm ausschalten, wenn euch das unangenehm ist in diesem Rahmen. Kommt einfach so, wie ihr möchtet und lasst uns diese Gemeinschaft vielleicht wieder ganz neu mit Gott erleben. Ja, mir bleibt auf nächsten Gottesdienst hinzuweisen. Bascht wird uns in seiner Predigt noch einen anderen Aspekt der Identität Gottes und von uns zeigen. Ich bin gespannt drauf und freue mich. Ja, wer uns finanziell unterstützen möchte, die unkomplizierteste Art, das haben schon Petrus und Paulus damals gesagt, ist, richtet einen Dauerauftrag ein. Wir haben keine Steuern, sondern wir praktizieren fröhlich die Freiwilligkeit und genauso fröhlich auch das Prinzip der Großzügigkeit. Gott lädt uns großzügig ein in seine Gegenwart. Er beschenkt uns und wir können auch einen Teil davon abgeben und das Reich Gottes in dieser Welt bauen. Und die FEG Ludwigsburg ist eine Möglichkeit, ein Ort, wo wir dieses Reich Gottes Gestalt geben können, auch jetzt in diesem Online-Format. Ja, unten habt ihr die Möglichkeit, das per PayPal zu machen. Da wird es ein paar Abzüge geben an PayPal, ein paar Prozente gehen da weg. Und sonst gibt es auch die Möglichkeit über unsere IBAN, dass ihr euch da auch einen Dauerauftrag einrichtet, wenn ihr möchtet. Nun legt bitte einfach eure Hüte ab. Lasst uns unter den Segen Gottes stellen. Ja, lasst uns frei und offen vor Gott hinstellen und uns von Gott segnen lassen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Mit einem kleinen Gruß von Albrecht Woratz möchte ich euch gerne verabschieden. Albrecht ist einer unserer Außendienstmitarbeiter. Wir unterstützen als FEG verschiedene Leute, die in anderen Teilen der Welt unterwegs sind für Jesus Christus. Und Albrecht bereitet sich gerade auf seine Zeit in Westafrika vor und er hat uns einen kleinen Videogruß geschickt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn ihr möchtet, seid gerne gleich live dabei beim Abendmahl über Zoom. Bonjour, liebe Gemeinde, liebe Grüße von mir, Albrecht hier aus Südfrankreich. Ich wohne jetzt schon seit 4 Wochen hier in Nizza, an der Côte d'Azur. Und ich habe vor, hier mein Französisch aufzufrischen. Denn meine Schulzeit liegt ein bisschen zurück. Und ich möchte ja im Sommer nach Guinea in Westafrika ausreisen, um dort einheimische christliche Lehrer fortzubilden, damit die Kinder dort Zugang zu guter Bildung erhalten. Ich arbeite hier zu diesem Zwecke in einem christlichen Projekt mit, in einem Stadtteil mit hauptsächlich muslimischer Bevölkerung aus Nordafrika. Und wir bieten unter der Woche Hausaufgabenhilfe an für die Kinder, aber auch eine Kinderstunde, eine Jungscha und machen gelegentlich kleine Ausflüge in die nähere Umgebung. Und das ist zum Glück möglich hier in Frankreich, trotz Corona. Das ist echt super, finde ich. Außerdem nehme ich 2x die Woche Französischunterricht und lerne ganz fleißig Vokabeln, lese französische Bücher und versuche einfach im Alltag immer wieder Gespräche zu haben auf Französisch, um da voranzukommen. Ich genieße es sehr, hier zu sein. Es ist ein großes Privileg. Ich genieße auch die schöne Landschaft, die frühlingshaften Temperaturen hier, um die 12 Grad meistens, viel Sonne, aber auch die Ausflüge ans Meer und in die Berge, das ist echt richtig schön hier. Ich genieße aber auch das Team, mit dem ich zusammenarbeiten kann und mit denen wir gemeinsam hier für Gott bin. Ich wünsche mir sehr, dass ich einerseits mit meinem Französisch gut vorankomme, dass aber auch die Menschen hier in der Umgebung erfahren, wie groß Gott ist, wie sehr er sie liebt. Und ich war jetzt diese Woche sehr ermutigt durch einen Bibelvers aus der Losung vom Mittwoch aus Psalm 65, Vers 6. Dort steht, Gott, du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer. Ich bin hier fern am Mittelmeer und wünsche mir wirklich, dass diese Zuversicht, diese Hoffnung, diese Freude Gottes in die Herzen der Menschen dringt, auch durch unsere Arbeit hier. Ich danke euch für eure Gebete, für eure Unterstützung auch finanziell und hoffe ganz sehr, dass ich euch im Mai oder Juni dann nochmal echt sehen darf, bevor es dann wahrscheinlich wirklich nach mir geht. Liebe Grüße!